Moin moin liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Madden NFL 18 mit mir, Playgestalt, und unserem Offense Coach Coordinator. Alter! Leute, hi, grüß euch. Ja, wie ihr seht, wir sind voll drin. Nicht. Ja, wir haben es wenigstens geschafft, die Panthers hinter uns zu lassen. Das kann man jetzt schon mal abschließend sagen. Ein Erfolg! Ja. Die blöden Katzen sind hinter uns, die Falconis, die können wir noch hinter uns bringen, wenn wir sie dann heute schlagen. Das Schlimme ist, die Panthers waren diejenigen, die uns eigentlich die Playoffs versaut haben. Die Schweine! Also die haben es endgültig versaut haben. Ne? Ja. Das muss man auch mal so deutlich sagen. Wir haben es geschafft, davor die Playoffs schon ins nahezu Unmögliche zu bringen. Oh, Nick Foles. Ja, der kann das. Super Bowl Quarterback. Wo? Jetzt kommendes Wochenende. Ja, genau. Ja, ich wusste doch, ich kenne den Typen wohl. Das ist so. Tom Brady's Zwillingsschwester. Ah, ja, ich sag ja, ich wusste doch, ich kenne ihn irgendwer. So, erstmal wieder Touchdown gegen uns, gut, weil es gut läuft. Unsere Defense ist die beste in der Geschichte der Defense. Definitiv. Und jetzt laufen wir. Genau, wir gucken mal, was so geht. Für was die Falconis anfällig sind. Kann ich für Offense? Genau, also unsere Offense ist anfällig gegen unsere Offense. Genau. Schön. Nicht ja, so schön. Super, komm, lauf nach hinten. Also, wäre er ein Verteidiger, könnte man sagen. Es war ein guter Versuch drin. Aber wir probieren es erstmal. Bitte Slot auszunehmen. Ich dachte, wir. Du willst nur nochmal laufen? Wir wären noch im Laufmodus. Wir können auch laufen. Nur weil es halt 2 Yards ist, ist natürlich ein bisschen kurz, aber ich würde trotzdem. Dann probier es mal zu laufen. Kannst du ja mal machen. Oh, das reicht bis First Down. Mann, lauf doch übers First Down, du Lutscher! Mann, ey! Wofür bezahle ich dich? Wahnsinn, ey. Wahnsinn. Viel ist dick. Und da wirst du es auch wieder so haben, dass Rudolph, oder dein Tight End, Rudolph, der... eigentlich nicht. Rudolph. Zumindest das First Down, das ist ja wichtig. Ja, aber das hätten wir uns ersparen können. Da hätten wir uns auf alle Fälle schon das First Down haben können. Aber nein, man macht halt lieber noch so einen schwulen Step zur Seite und denkt sich, yeah. Und jetzt laufen wir den Ball. Der ist halt so ein Klick ganz gut. Ja. 20 Mal gecallt, im Schnitt für 9 Yards. Und alles dicht. Mit Audible. Die A-Crossers. Ja, das ist unser Spielzug. Und Feuer. Warte mal. Dreieck? Nee, okay. Nee, du musst laufen. Mach. Boah, geklappt. Das war knapp. Dreieck. Und er lässt ihn fallen. Kann man mal festhalten, Freundchen. Und er tut so, als würde er noch halten. Na, Frechheit! Hast du solche Menschen? Dann laufen wir. Laufen wir nochmal? Halfback Base? Ja. Können wir mal ausprobieren, danach kommt notfalls unser Go-To-Move. Ja, bei dritter und lang, da haben wir es auf alle Fälle probiert. Das ist schon fast ein Pass, das ist fast eine Laufverteidigung, die wir haben. Ne? Ja, schwierig zu sagen, ich würde es trotzdem probieren. Was machen die Linebacker? Ja. Ein paar Yards gemacht, aber ja, ein paar Yards gut. Ein Jahr. Also. Brrr. Ja, nervig. Ja, aber komm, wir machen uns ein Go-To, oder? Ja. Du wolltest hier erstmal ins Spiel kommen, macht keinen Sinn, hier irgendwelche Scheiße zu callen. Sorry, wenn ich das so sagen muss. Könnte gut aussehen. Dreieck. Oh, Alter, kam der von der Blindside angerannt. Ich hab meinen Helm in den Helm vergraben. Okay, der kam ungeblockt durch, guck mal. Und da der eine wird, der macht quasi den Doppelblock. Und der lässt den einen dann einfach durchlaufen. Ja, das ist schlecht. Ja, wer war denn das hier? Die 64, die hätte den blocken müssen. Ja, der hat niemanden geblockt. Eben. Was soll denn das? Team! Was genau wegen solcher Scheiße liegen wir immer zurück. Was ist das für eine Pass Protection? Und 10-0. Also wir müssen wieder von hinten ran. Ekelhaft, aber ja. Ich würde jetzt fast den PA Titans ziehen nehmen. Hä? Ja, nehmen wir den mal. Ein Call für 41 Yards, das ist gut. Guter Schnitt.
Ja, hast du von Colin nur noch den? Probier mal, aber ich glaube, dann müssten einige Routen dicht sein. Spät. Ich hab die Fehlt. Ich hab falsch spät. Da hättest du vor. Ja, das ist Big Six. Ja, fast. Ich hab, vor allem, ja, ich hab ihn noch nach vorne gedrückt, sprich, ich hab ihn eh noch überworfen. Das Problem ist, du hättest viel früher werfen müssen, entweder auf X oder auf R1. Okay. Oh, schade. Doch. Ja, gegen die Jets waren wir auch 17-0 hinten. Ne, 14-0. Ne? Fast das gleiche. Du hast gerade deinen Running Back. Okay. Er hat ihn fallen lassen. Leute, ihr könnt die Dinger doch nicht festhalten. Achso, wir sind da. Ja. Ihr könnt doch die Dinger nicht festhalten, Alter, und dann zwei Schritte laufen und dann die Pille fallen lassen. Das geht doch nicht. Das ist echt schlimm. Das ist echt schlimm. Also was die für Dinger fallen lassen heute? Das ist schon teilweise echt extrem. Reik. Oh, getippt. Boah. Einer von fünf Pässen bisher nur angekommen. Boah. Das ist mein Ding. Oh. Every snap you take. Nein, bitte nicht. Reiß. Er hat ihn schon wieder fallen lassen. Wisst ihr, was man da normalerweise macht? Ich könnte fast so Fumble reden. Ne? Ja. Nein, weißt du, was man da macht? Code Red. Ja. Dem Typen mal die Finger zusammenkleben. Der wird die Dinger nicht mehr fallen lassen. An dem klebe ich heute Nacht noch mit Sekundenkleber die Eier zu. Den Ball an die Eier und die Hände an den Ball. Reihe, glaube ich, oder? Ja. Und er hat die nicht. Diesmal kann ich es auch verstehen, da waren drei Leute um ihn rum. Einer von sieben, das sind ungefähr 15%. Wir probieren es gerade nochmal. Ich mache das jetzt, bis sie den fangen. Alter, was passiert hier gerade? Was ein Start in dieses Spiel. Back. Alter. Und er hält ihn fest. Ah! Das ist ja unglaublich. Wunder gibt es immer wieder. Mit 20 Yards immerhin. So. Ich hab gesagt, jetzt können wir mal was anderes probieren. Ja, laufen wir mal. Machen wir mal den Inside Zone. 43 Mal nur gecallt. Das ist eigentlich ultra Durchschnitt. Irgendwas rücken? Okay. Laufen lassen, fliegen lassen. Au, Mann. Immerhin kein, kein Verlust. Wird nochmal laufen lassen, den Halfback mit Draw. Irgendwelche Adjustments? Ja. Oh Mann, ich sehe da rechts schon einen durchkommen. Nee. Ah, er läuft da nichts. Oh, er wird nach vorne gedrückt. Von den Gegnern. Okay, für 7 Yards. Das ist aber nett. Also, ja. Angibt's? Third and one. Wird nochmal laufen. Den Hardback Zone Weak. Muss ich da irgendwas drücken? Ich hab da immer ein bisschen Angst. Ich glaub, ich muss einfach, ich lass den einfach ganz normal machen, oder? Ja. Bis jetzt nicht, was wir da audiblen sollten. Und dann bist du durchgehen, ja. Oh, der geht sogar richtig gut. Lauf, Schlappe! Girlie, das ist ein Touchdown, Mann. Ja, wenn der mal laufen lernen würde. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir die 16 Yards noch überbrücken. The Saints in vielleicht? Ja, ich war spontan eher bei dem PA, Play Action Tight End Corner. Probieren wir den mal. Hat im Schnitt 16 Yards gebracht. Okay. Rudolf oder Allen? Könnte aber auch Gurley sein aus dem, Haki oder wie der heißt, aus dem Backfield. Nicht machen.
Alles dicht, ist alles dicht. Laufen, 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 laufen. Und dann Viereck drücken, Viereck, Viereck. Mit Viereck kannst du nämlich, genau. Ja, das ist kein Problem, ich bin ja ein robuster Typ. Hab sogar das First Down geholt. Ja, das ist wichtig. Und jetzt würde ich laufen. Ich meine, als ein Sweep oder Sweep. Was machen? Ja, den Sweep würde ich nehmen. 4,2 Yards, das wäre Touchdown. Aber alles offen, habe ich gesehen. Als er sagt laufen, da bin ich ja schon 10 Yards nach vorne gegangen. Audible mal, Audible. Und geh mal auf. Okay, das sind alles. Nimm mal, drück mal die Richtungstaste rechts. Nochmal. Quick Sense, guck mal, wie der aussieht, der Spielzug. Oh, 2-Minute Warning, nicht im Ernst. Du machst ja verrückte Sachen hier. Neue Warning, Hauptsache jetzt Punkte aufs Scoreboard bringen, auch einfach. Am besten 7. Playbook. Quick Pass. Quick Pass. Genau. Und dann gehst du hoch. Hoch. Und dann nimmst du den X-Slant. Ja. Und auch da müssen wir wieder unseren Receiver auf Dreieck und Dreieck. Doppeldreieck. Dreieck, Dreieck, R2. Und auf R2, genau. Passblock. Auch wenn der Druck wahrscheinlich von rechts kommen wird, aber wir probieren es trotzdem. Rudolph wird wahrscheinlich ein Primary Receiver sein. Jo. Jawohl, das passt. Ja, bei Quick Pass, da muss man einfach die Kugel einfach auch schnell loswerden, sagen wir mal. Ja, das ist so. Deswegen heißt auch Quick Pass. Echt? Das ist der Wahnsinn! Wie ja. Sich da so. Das fügt sich ja zusammen wie ein Puzzle. Das ist der Wahnsinn. Aber das. Halt jetzt hier nochmal auf! Go to! Oh Mann, das gibt's doch gar nicht. Guck dir mal an, das ist sogar immer noch in derselben Halbzeit. Weiß. Das kann doch nicht sein. Also unsere Defense ist richtig Schrott. Hör mal ganz ehrlich. Wir haben Von Miller Schrott. Drin. Das ist schlimm. Einer der Besten, der Besten, der Besten. Sir! Dreieck. Fuck! Oh, das könnte jetzt ganz böse enden. Ne, im Field-Goal Range. Keine Punkte. Hab ich warum? Ich glaube, die hatten nur einen Timeout. Ja. Ach Gott. Alter, jetzt hat Field Goal genommen. Aber gut. Crossers. Den haben wir ja schon. Ja. Und Feuer, komm hier mal. Lass fliegen. Kreis, auf alle Fälle Kreis. Tschüss, macht's gut. Sag Mama einen Gruß. Boah, die Fassung weggesegelt. Und dann auch noch gehördelt. Hä? Gehördelt. Gehördelt? Keine, ja, also, der hat dann nochmal so einen Jump gemacht. So. Der zum Schluss. Und ein Hurdle. Nein, noch nicht. Und jetzt! Jetzt, da, zack. Tada. Sehr gut. So kann man den ersten drei starten, aber jetzt kriegen wir eh wieder Punkte gegen uns. Verrückt. Oh. Ja, ich würde sagen, das wird ein offener Schlagabtausch jetzt. Jeder Drive, ein Touchdown für die Falcons. Und dann auch noch zwei Defensive Touchdowns im Prinzip. Wieder Kreis. Oh, mach doch sowas. Und no huddle, komm. Hab ich schon. Richtig Druck machen, Junge. Und am besten den Ball so snappen, dass es nur ein Offside wird. Was geht nicht, okay. Dreieck. Oh, da war schon einer dran. Ja. Aber hat gepasst, no huddle. Oh, wir. Ey, das. Jetzt jagen wir den Ball den Hals runter. Und kickt Allen wird's. Allen. Auf Kreis jetzt. Das Fenster ist offen und er ist drin. Kreis. Jetzt dreht er komplett durch. So, also jetzt muss die Defense auch mal was machen. Ja, Ball, Mann! Heute machen wir's. Okay, und jetzt gehen wir in Führung. Er hat schon wieder gesagt. Wir gehen jetzt in Führung. Riecht den Pick Six schon. Das Spiel vorbei. Kreis. Jetzt ist zu spät, jetzt musst du laufen.
Oh, fast ein First Down. Aber das war gut gelesen. Danke. Von unserem Quarterback. Sehr gute Entscheidung. Mach mal Dreieck. X. Und, okay, macht auch nur eine Hitch-Route. Ich habe gedacht, den können wir vielleicht als Passblocker nehmen, aber nein. Kreis wird es sein. Kreis, Kreis. Oh, der hat sich gedroppt. So ein Lutscher, Mann! Oh, Mann. Keenan. Wir wollten einen Touchdown. Bei einem Yard. Theoretisch auch laufen. Theoretisch, ja. Aber theoretisch ist alles scheißegal. Kreis. Aguilar. Ich sag ja, man muss halt einfach auch mal Eier zeigen. Ja, zeigen nicht. Haben. Auch. Das reicht schon. Zeigen, das will ja keiner sehen. Nicht schön, aber selten. Gut. Na. Ich glaube, jetzt kommt ein Blitz. Doch nicht. Das war nicht gut. Toll, der Wichser! Habe ich sofort gesehen, dass du das probieren willst. Das war unnötig. Ja, man muss auch mal Risiken eingehen. Ja, aber nicht sowas. Da muss kommt ein Turner. Was? Ja, das ist Rico. Wir sind theoretisch noch. Ja, dran. Wir können noch ausgleichen. Ja, dann wissen wir, was wir zu tun haben. Drei Interceptions schon wieder. Jetzt bist du bei 37 Interceptions. Du willst es aber ums Verrecken jetzt hier ein und mal, ne? Nein, aber du bist mindestens. Sind mindestens 20 Interceptions zu viel. Kreis! Oh no, Hartl, komm. Das hat eben gut funktioniert, das machen wir jetzt wieder. Mach dir nichts raus. Ich hatte in meiner Karriere auch 5 Touchdowns und 5 Interceptions in einem Spiel. Kann schon mal passieren. Okay. Jawohl, lauf. Wow! Das war ein Hit, Junge! Ach, das stecke ich weg. Meine Oma hat mich früher härter geschlagen. Holding Offense. Ach man, da machen wir so einen guten Move. Nein. Ja, aber Ziel war es ja, glaube ich, nur, dass mein Offense-Line-Spieler da mir ein bisschen Raum verschafft, damit ich nach hinten jetzt die langen Brote werfen kann. Detroit, der geht nach Detroit! Kreis. Spät. Oh, und er hat ihn. Das hätte. Also, ich hätte jetzt alles erwartet, aber das nicht. Und er hält ihn fest. Sehr gut. Now, Huddle. Ich glaube, das wird Dreieck. Ich auch. Ja, das war jetzt gar nicht mal so schwer. Ausgleich. Und das nach 17-0 Rückstand. Ah, die Typen können halt nichts. Man muss halt einfach mal den Quarterback fragen, was der machen will. Oh, und wie ist eine Gegnerin? Turnover! Ein Turnraum. Was mache ich jetzt? Ich bin verwirrt. Mach deinen Play-Action-Pass. Wie gesagt, es ist nicht schön, was sie hier machen. Nicht aber schön, aber selten. Man will gewinnen. Bradwell. Ich glaube, da wird's werden. Kreis. Ja, Kreis. Ja, Leute, da habt ihr euch mit den falschen Saints angelegt, ihr Bitches. 5 Touchdown-Pässe. Wenn das nicht ein perfektes Rating gibt, nein, gibt's nicht, von Turnover dann einfach. Bei 3 Interceptions gibt's kein perfektes Rating. Aber wie setzen sie unter Druck? Und sie schaffen es! Ja, Wahnsinn! Boah, das ist doch nicht zu fassen! Was ist das für eine Defense? Was ist das für ein Spiel? 41-41! Okay, jetzt ist ein Shootout. Passiert jetzt auch nicht alle Tage. So ein Super Bowl wäre mal geil. Oh, Kreis wird's! Kreis! Ah! Was soll das? Du musst ihn früher werfen! Ich glaube, es wird wieder Kreis. Nee. Oh, ist alles dicht, muss laufen. Versuch zum First Down Marker und out of bounds. Jawohl.
10 Yards. Die Richtung war wichtig. Ja, das ist schon okay. Ich bin halt ein Mobile Quarterback, Mann. Ja, mittlerweile läufst du wenigstens mal ein paar Meter. Also in dem Spiel ist es das erste Mal, glaube ich, dass ich so, also so viel Yards hatte ich noch nie auf der Uhr. Ich hatte einmal 250 Yards mit meinem Quarterback gelaufen. Ich glaube, ich muss wirklich mal einen Mobile Quarterback machen. Ja, die sind ganz praktisch. Kreis! Jawohl, Uno Huddle. Komm, wir machen noch eins vom Two-Minute-Warning. Noch ein Play. Wir nehmen das Two-Minute-Warning mit. Lass fliegen, Junge. Dreieck. Wenn er jetzt fallen gelassen hätte. Also wenn er jetzt fallen gelassen hätte, wäre ich durchgedreht. Ich nicht mehr. Das ist alles ganz normal heutzutage. Für dich schon, ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt immer noch den Move bringen soll oder ob wir jetzt laufen sollten. Ja, warum? Ja, lauf mal. Mein Fico reicht ja, aber das hatten wir ja schon mal gegen die Panthers. Dann ging's nee, ja auch nee, nee. Wir rechnen mit dem Lauf. Weißt du? Nee, Cover 2. Was, Defense? Es wäre beides gegangen. Viereck. Jawohl. Okay. War kein Zeit. Kein Timer, was soll das? Ich lieg K.O. am Boden. Alter, weißt du, was ich an deiner Stelle machen würde? Hä? Uhr laufen lassen. Lass die Uhr laufen. Ja. Bis ganz runter laufen lassen. Bis zur. Ja, das Ding ist halt, weißt du, wir dürfen keine Fehler mehr machen. Gar keine Fehler mehr. Ich mache einen Lauf, lass die Uhr runterlaufen, weil die machen die Timeouts. Müssten sie? Funktioniert nicht, wir wären blöd, wenn nicht. Normalerweise, entweder müssen sie die Timeouts nehmen oder uns einfach scoren lassen. Ja. Lalala, aber solange sie weder noch machen, warte ich auch. Lauf! Oh, okay. Jetzt nehmen sie Timeout, ja. Alles andere hätte auch keinen Sinn gemacht. Zumindest mal einen Zug zu spät. Ja. Wird wieder laufen lassen. Ja. Jetzt ein First Down wäre ganz angenehm. Das würde den Falcons das Genick brechen. Weil dann könnte ich die Uhr auf eine Sekunde runterlaufen lassen und könnte dann das Timeout nehmen. In der Hoffnung, dass dann das Field Goal nicht verschossen wird. Jawohl, oh, Girlie, ey. Man rennt einfach den Defensive Lineman. Mal aus Versehen mitgenommen. Das war stark, okay. Jetzt wird es schwierig für die Falcons. Alter, nach 17-0 Rückstand steht es hier 41-41. Ja. Das nenne ich mal ein Comeback. Dank dem besten Quarterback aller Zeiten. Und die Falcons wissen ja, dass sie nur drei Viertel wirklich spielen und das vierte Viertel dann. Oh! Fumble! Okay. Ich lass weiter die Uhr laufen. Ja. Nice, Sony. Rück mal Dreieck. Dreieck. Und dann nach vorne, links, den linken Stick. Stick. Ja. Oh, ich glaube, der ist gar umgegangen. Ich kann die Uhr jetzt. Nee, kann ich nicht. Wie vielen Versuch haben wir? Dritter. Dritter. Okay. Wobei, ich lasse jetzt die Uhr so weit es geht runterlaufen. Wir müssen Timeout. Dann wären noch. Ja, es wären dann noch 17 Sekunden auf der Uhr, ne? Ja. Also egal wie, ich lass die Uhr runterlaufen, mach den einen Versuch. Nein, du lässt jetzt die Uhr runterlaufen, ja? Machst du jetzt hier den Versuch und wenn es dann im Fourth Down ist, dann nimmst du No Huddle. Versuchst du No Huddle zu nehmen und versuchst dann das Timeout zu nehmen. Okay, jawohl, geht. Und jetzt eine Sekunde vor Schluss. Timeout. Nimmst du das Timeout. Wenn er dann blöd genug ist, das Field Goal zu verschießen, dann kotze ich im Strahl. Mach 2 Sekunden vor Schluss. Ja, Leute, jetzt heißt Daumen drücken. Jetzt haben wir nichts. Wir haben dann 41-41 rausgeholt. Wir haben nichts in der eigenen Hand im letzten Versuch. Ist das geil? Wir legen unsere Hände quasi in die Hände des. In die Unwissenheit des Coaches, nachdem wir wissen, dass er Scheiße baut. Nein, wir sind nochmal auf dem Feld. Ja, du kannst ja jetzt den Kick auswählen. Okay. Nee. Zur Not hättest du auch den Kick auswählen können.
Komm, jetzt müssen die drei Punkte her. Du weißt gar nicht, wie nervös ich gerade bin. Komm, lass laufen. Ich hab Angst. Ich kann nicht hingucken, sag mir, wie es ausgegangen ist. Wir haben verloren. Was? Wir haben gewonnen. Das erste Bild ist der Falcons-Coach. 44-41. Easy win, Leute. Da muss man halt, Division win. Da muss man halt den Division, der Division einfach mal sagen, Leute, hä? Ihr hattet nur Glück, wir haben euch extra mal gewähren lassen für diese Saison. Damit ihr auch mal dran seid. Ja? So sieht's aus. Was für ein krankes Spiel, Leute. Alter. Was für ein krankes Spiel. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, ein Abo würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann zum nächsten und letzten Regular Season Spiel gegen wen? Tampa Bay. Tampa. Gegen unsere Division. Also gegen unsere Division, genau. Ich meine die sehr, sehr netten Piraten. Also, bis dahin, macht's gut. Und Ende von Bio. Tausend. Do what we do. We play like we play. We be us. We be special. We smell greatness. We finish strong. From the top. One, two, three.